Willkommen zu Round 18 Hot Lap. Ihr durftet wieder abstimmen und es ist der Red Bull geworden. Es passt doch ziemlich in Mexiko mit Red Bull, weil ja auch Sergio Perez der Mexikaner ist. Hatte leider im Qualifying nicht viel mitzureden. Da werden wir aber später drüber reden. Das Debüt gab es 1963 bereits immer wieder mit abwechselnd, also eine On-Off-Beziehung. 62 wurde die Strecke erbaut. Und ja, Jim Clark, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Nigel Mansell und Alain Prost haben hier je 2 Wins auf dieser Strecke. 4,3 Kilometer, dann haben wir 16 Kurven, 9 rechts und 7 links. Eher ausgeglichen, würde ich fast sagen. Viele schnelle, aber auch einige langsame, gerade im Baseballstadion. Und 71 Runden werden heute zu absolvieren sein. 4,3 Kilometer, hier haben wir es nochmal, eine riesen 1,2 Kilometer lange Geraden und natürlich auch 3 DS-Zonen, Blödsinn, 3 sogar, aber in den kurzen wird man nicht richtig, vielleicht zwischen Kurve 3 und 4 kann man vielleicht überholen, aber das wird sich alles im Rennen zeigen. Hier aus der letzten Kurve raus, da gab es ein paar Dreher, unter anderem Perez und auch Leclerc, die sich hier rückwärts in die Mauer reingedreht haben. Abonniert gerne den Channel kostenlos und lasst doch unbedingt gerne ein Däumchen oben da, schaut gerne auf Social Media vorbei. Aber wir starten jetzt rein ins Rennen. Hier links oben habt ihr die Map mit dem wunderbaren Mexiko-Symbol, was, glaube ich, denke ich mal, verkehrt am Kopf steht. Sorry dafür. Es geht lang, fast 1200 Meter geht es hier entlang. In Kurve 1, harter Bremspunkt. Erste Kurve, zweite und dritte, diese erste Schikane, da gab es ein paar Verbremser. Es ist auch ziemlich tricky, muss man sagen. Ich finde, man kann sie gut reinbremsen. Hier die Curbs hart nehmen, gerade den inneren, weil dann musst du echt viel Schwung mit rausnehmen für die nächste Geraden. Genau, hier innen leicht streifen und den habe ich immer hart genommen, weil, hart genommen, okay. Ja, nein, aber links sind die Track Limits echt hart und das merkt man dann auch. So, dann DRS, hier geht's entspannt, Smoothie in Kurve 4, 5, das, saudala, 4, innen bleiben und 5, da wird es auch reinbremsen, ein paar Überholmanöver, denke ich mal, geben, kann man echt gut reinbremsen. So, dann links auch wieder, da musst du, ich bin immer ganz weit nach außen gefahren, aber die Track Limits sind echt sehr schwierig. Meine Lieblingskurve, Kurve 6, hier genau, immer die Eckchen streifen und dann beim Rausbeschleunigen kannst du ruhig Körb mitnehmen. So, nicht mal den zweiten täuscht du eigentlich nur an beim Streifen. Und jetzt kommt so ein bisschen das Hauserhängeschild der Strecke. Kurve 7 bis Kurve 11. Zack, zack, im Flow. Man hat es gestern bei Perez gesehen. Der hat es nicht ganz drauf gehabt, hat dann einen Fehler gemacht. Und ich denke mal auch dadurch ein bisschen Verstappens Runde beeinflusst. Aber das, ja, Solla, genau hier auch von der Halo-Ansicht. Solla, dann nehme ich sogar innen. Da schneide ich sogar den Curb. Ich war auch nicht hundertprozentig perfekt. Da habe ich nämlich kurz gelupft, um dann die Kurve hier gut mitzunehmen. Solla, war echt knapp an den Track Limits, aber noch alles im Bereich. Dritte DRS-Zone und dann geht es hier einfach. Letzte, genau die 12er. Die hängt ein bisschen, da fühlt sich das. Die fühlt sich sehr leicht an. Beim Rausbeschleunigen wird es dann immer ein bisschen tricky. Und jetzt geht es ins Baseballstadion rein. Kurve 13, 14 und 15. Sehr, sehr spektakulär. Man braucht ja echt noch viel Traktion. Und im normalen Rennen oder Qualifying-Szenario wird es hier ein bisschen schwierig, weil die Hinterreifen schon nachlassen. Kurve 16, wie gesagt, hier hat es ein paar weggedreht. Und dann Kurve 17 rausbeschleunigen. Genau, hier nochmal innen am Körper bleiben. Links hat es auch mal 2018 oder so, 17. Hat es mal Bottas richtig heftig in die Barriere reingekickt und der hat dann jeden die Runde kaputt gemacht. Aber das ist natürlich alles Geschichte. Was nicht Geschichte ist, ist auf jeden Fall der Fight um den Weltmeistertitel, Leute. Es geht heiß hier und es war auf jeden Fall ziemlich spannend beim gestrigen Qualifying. Unter anderem ein harter Einschlag von Lance Stroll, der eine ja, fast halbstündige Flagge auslöste. Das ist natürlich blöd und hat natürlich so genau in dazwischen dann ein Turbulenz ausgelöst, aber ich meine, das hat sich dann wieder Gott sei Dank in den Griff gebracht und dann hat sich hier eine skurrile Tafel, man hat zuerst gedacht bei Mercedes, puh, die sind ganz weit hinten und so weiter und die haben immer gemeckert und so und dann, bumm, zack, auf einmal war Mercedes da. Bottas ist im Vergleich von Q2 zu Q3 eine Sekunde schneller gefahren und hat sich die Pro-Position gesichert. Auch Hamilton dahinter. Problemlos sind die da schneller gewesen als die Red Bull. Und ja, Verstappen immerhin noch Schadensbegrenzung. Dritter Platz, Perez vierter. Gasly sehr erwähnenswert. Auch die Ferrari, die kämpfen da richtig um den dritten Platz in der Konstrukteurs-WM. Und was denn hier? Wer gewinnt das Rennen heute? Ich denke mal, Bottas wird Platz machen müssen vor der Championship. Und Bottas gewinnt das Rennen vor
Hamilton gewinnt das Rennen vor Bottas und Verstappen. Abonniert den Channel gern für mehr. Morgen wird es wahrscheinlich nicht viel geben hier auf dem Kanal, aber am Dienstag geht es wieder weiter. Schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Da kommt auf jeden Fall eine Recap und auch eine Zusammenfassung zu dem Ganzen, was heute hier passieren wird noch im Rennen. Vielen Dank fürs Zugucken. Links sind wie immer alle unten in dem Video. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao.